Die Ministerin ist zurückgetreten. War das unumgänglich nach diesen Plagiatsvorwürfen, die sich in den letzten 24 Stunden immer mehr hochgeschaukelt haben? Naja, man muss sagen, das Ganze hat sich natürlich seit gestern extrem aufgeschaukelt und wir kennen ja ähnliche Fälle aus Deutschland, wo es auch zu Rücktritten gekommen ist und im Endeffekt war es wahrscheinlich unumgänglich. Umso mehr, als sie diese Arbeit verfasst hat, diese Dissertation, während sie Ministerin war. Wenn es so gewesen wäre, dass sie die Dissertation vor ihrer Ministerzeit, also beispielsweise in ihrer Studentenzeit als Jugendliche verfasst hätte, dann wäre das natürlich eine komplett andere Geschichte. Aber jetzt als Ministerin, noch dazu in einem Corona-Jahr, wo es ohnehin schon die Frage aufwirft, wie kann man in einem Corona-Jahr nebenberuflich noch eine Dissertation verfassen und dann eben noch mit solchen Vorwürfen des Plagiats konfrontiert zu sein. Dementsprechend war dieser Rücktritt wirklich unumgänglich. Die ÖVP wurden, ÖVP und Grün, also die beiden Regierungsparteien hier, kalt erwischt von diesen Plagiatsvorwürfen oder hat man auch im Vorfeld schon gemerkt bei den Regierungsparteien, da ist was im Busch, das könnte jetzt brenzlig werden für die Arbeitsministerin? Ich habe selber jetzt gerade mit einigen hochrangigen ÖVP-Politikern telefoniert und da hieß es eigentlich, seit gestern Abend hat sich das Ganze abgezeichnet. Man hat irgendwie gewusst, dass es Richtung Rücktritt laufen wird. Christine Aschbacher hat aber die Entscheidung heute selber getroffen. Das Ganze dürfte auch eine zutiefst persönliche Entscheidung gewesen sein. Ich habe aus ihrem engsten Umfeld erfahren, es durfte da auch massive sozusagen fast Druck aus der Familie gegeben haben. Sie hat schulpflichtige Kinder, das dürfte dort auch thematisiert worden sein im Freundeskreis. Und all das hat im Endeffekt wohl dazu geführt, dass die Ministerin jetzt gesagt hat, es geht einfach nicht mehr weiter, der Druck ist zu groß und dementsprechend tritt sie jetzt zurück. Nun sind wir in einer äußerst heiklen Phase hier bei uns in Österreich. Die Corona-Krise schaukelt sich wieder weiter hoch, vor allem zur Wirtschaftskrise. Was bedeutet das jetzt für die Politik, wenn so ein Schlüsselressort jetzt im Moment unbesetzt ist? Gibt es schon einen Namen, wer danach folgt? Naja, man muss natürlich sagen, als Arbeitsministerin hat Christine Aschbacher natürlich ein Mega-Ressort derzeit in dieser Corona-Krise. Die ganze Kurzarbeit ist bei ihr, alles was das Thema Arbeitslosigkeit und Arbeitsplätze betrifft, ressortiert zu ihr. Jetzt muss man sagen, in den letzten Monaten gab es immer wieder schon massive Kritik an der Ministerin. Sie sei dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gab auch schon, muss man sagen, vor circa einem halben Jahr, Anfang Sommer, erste Rufe, dass die Ministerin eventuell abgelöst werden könnte, dass sie sozusagen das schwächste Glied in der ÖVP-Ministerinnenriege sei. Aber man muss natürlich sagen, dennoch ist das auch für den Regierungschef Sebastian Kurz und die ÖVP-Seite jetzt sehr überraschend, diese Plagiatsaffäre. Damit hat natürlich niemand gerechnet und jetzt muss man erst einmal eine Nachfolgerin suchen. Es wird wohl eine Frau sein und es wird wohl eine Steirerin sein und da gibt es schon einen ersten Namen, der kursiert und das könnte die jetzige Landesrätin aus der Steiermark und ehemalige Familienministerin Juliane Bogner-Strauß sein. Das höre ich aus ÖVP-Kreisen, die ja einen Teil des Aschbacher-Ressorts, nämlich zumindest, wie gesagt, die Familienagenten schon inne hatte, die ein sehr gutes Verhältnis zu Sebastian Kurz hat und die zwei wesentliche Kriterien erfüllen würde. A, sie wäre eine Frau und B, sie wäre eine Steirerin. Also beides das, was auch Aschbacher war. Und das ist ein Name, der derzeit kolportiert wird. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, Sebastian Kurz ist selber momentan überrascht von dieser Plagiatsaffäre, die da gestern aufgekommen ist. Und ich nehme an, vor Montag wird es hier wahrscheinlich auch keinen Namen geben, der genannt wird. Jetzt noch einmal auf das Corpus Delicti. Hauptsächlich geht es hier um die Arbeit, um ihre Diplomarbeit aus dem Jahr 2006, verfasst an der FH in Wiener Neustadt. Plagiatsjäger Weber sagt, falsche Zitate, mangelnde Deutschkenntnisse. Es ist einfach alles nur plump formuliert. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die ehemalige Ministerin hier auch diesen akademischen Grad verliert? Was wird hier noch blühen? Ja, es könnte natürlich durchaus sein. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie das an der Universität Bratislava, weil dort hat sie das ja verfasst, diese Dissertation dann gehandhabt wird. Aber das ist natürlich das Nächste, was ja blüht. Wobei ich glaube, das ist im Endeffekt wahrscheinlich das geringste Problem.
Das Hauptthema ist sicher die politische Komponente. Wer Christine Aschbacher kennt, ist, weiß, sie ist eine wirklich ehrliche Haut, muss man sagen. Und dementsprechend ist ihr das schon auch, glaube ich, hoch anzurechnen, dass sie hier so schnell, nämlich innerhalb von 24 Stunden, diese Entscheidung getroffen hat. Und das muss man schon sagen, es ist ja in Österreich nicht immer Usus, dass Politiker Konsequenzen ziehen und ihren Rücktritt verkünden. Christine Aschbacher macht das jetzt und dafür gehört ihr, finde ich, auch der nötige Respekt, wenngleich man natürlich sagen muss, dass was da bei dieser Dissertation passiert ist, das ist im höchsten Maße peinlich. Das würde sich wahrscheinlich nicht mal ein Oberstufenschüler trauen, so plump zu plagiieren. Da ist man jetzt anscheinend eben auf die Schliche gekommen und dementsprechend war dieser Rücktritt oder ist dieser Rücktritt einfach unumgänglich. Aber noch einmal, meinen persönlichen Respekt hat sie, dass sie da so schnell die Konsequenzen gezogen hat und eben auch gesagt hat, ja, es war ein Fehler und ich trete jetzt auch dementsprechend zurück. Aber man darf nicht vergessen, hochrangige Professoren haben diese Arbeit ja auch beurteilt und zwar mit einem sehr gut im Jahr 2006. Wieso ist denn das überhaupt durchgegangen? Das ist ja nicht ein Praktikant, der das beurteilt. Ja, das ist dann die andere Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube, die muss man dann aber primär diesen zuständigen Professoren bzw. der Universität stellen. Aber ja, wie gesagt, wenn man sich die Arbeit durchliest und sich das Ganze irgendwie vor Augen führt, und das wurde ja in den letzten Stunden vielfach gemacht von Usern auch auf Social Media, dann ist es natürlich völlig offensichtlich, wenn man die Passagen kopiert, dass das sozusagen hier unrechtmäßig zitiert oder nicht zitiert wurde. Wie das an einer Uni nicht auffallen kann und einem Professor, der sowas eben zu bewerten hat, das ist mir ehrlich gesagt auch schleierhaft. Niki, noch abschließend ganz kurz, warum stolpern immer wieder Politiker über ihre Dissertation, Diplomarbeit? In Deutschland gab es ja zum Beispiel in den Nullerjahren den Fall von Karl Theodor zu Guttenberg. Naja, ich glaube, man muss hier schon auch ein bisschen unterscheiden. In dem Fall Aschbacher hat das natürlich eine besonders heftige Komponente, weil diese Dissertation eben während ihrer Ministerzeit fertiggestellt wurde. Das ist schon was anderes, das muss man definitiv sagen, als wenn man so etwas als Student verfasst und dann viele Jahre später Politiker wird. Dann glaube ich, muss man das auch ein bisschen mit anderen Maßstäben messen. Aber natürlich, in ihrer jetzigen Funktion, wenn so etwas passiert, dann ist die einzig logische Konsequenz, dass man zurücktritt. Das hat sie jetzt getan und ich glaube, damit muss man jetzt aber auch gut sein lassen und jetzt eher, wie wir eh schon gesagt haben, den Blick ein bisschen nach vorne richten, nämlich wer könnte ihr jetzt oder wer wird ihr nachfolgen? Wie gesagt, ich höre den Namen Juliane Bogner-Strauß als eine mögliche Kandidatin, aber das ist alles noch völlig offen. Da laufen jetzt gerade in der ÖVP, was ich höre, auch die Telefone heiß, da wird heftig telefoniert von Seiten des Bundeskanzlers und morgen will man dann im Laufe des Tages zu einer Entscheidung kommen, die man dann voraussichtlich am Montag, aber vielleicht sogar schon morgen im Laufe des späteren Nachmittagsabends dann auch bekannt geben wird.